Immer mehr Menschen machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Die vermeintliche Sicherheit, in der wir uns jahrzehntelang gewogen haben, erscheint heute mehr und mehr als Illusion. Immer mehr Betriebe setzen modernere Technologien ein, verlagern Produktionsstandorte ins Ausland, rationalisieren und schrumpfen sich gesund. Dieser Umstand dringt immer mehr in das Bewusstsein der Menschen vor. Aber gibt es Alternativen? Selbstständigkeit ist für die meisten Menschen ein Traum, der unerfüllt bleibt. Angst vor finanziellem Risiko, hoher Kapitaleinsatz und mangelnde Selbstverantwortung spielen eine entscheidende Rolle, nicht den Schritt zu wagen, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Herkömmliche Geschäftsgründungen bergen in der Tat große Risiken. Nicht selten belaufen sich die Erstinvestitionen für Geschäftsausstattung, Maklergebühren, Kautionen und Warenbestand auf über 150.000 Mark. Geht hier etwas schief, sind sie oftmals ihr Leben lang verschuldet. Am Anfang sind sie voller Begeisterung, ja vielleicht sogar euphorisch. Super, solche Produkte benötigt jeder. Die könnten auch Babsi, Klaus, Sabine, Monika und Werner gefallen. Ach du meine Güte, da fallen mir so viele ein. Und was für eine tolle Geschäftsidee. Welche Verdienstmöglichkeiten. Ich kann kaum erwarten, loszulegen. Das ist die Herausforderung. Ich bin selbstständig und habe fast kein Risiko. Alle Berufsgruppen sind vertreten. Ärzte, Apotheker, Kaufleute, Handwerker, Beamte und viele mehr. Es entstehen Freundschaften. Positiv eingestellte Menschen umgeben mich. Das gefällt mir. Der Marketingplan wird hoch und runter gerechnet. Ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit kommt auf. Lang ersehnte Wünsche rücken in greifbare Nähe. Welch eine Chance wird mir hier geboten. In Gedanken starten sie schon ihren neuen Traumwagen. Der Grundstein für das neue Haus wird gelegt. Sie genießen unter einer Palme liegend das Rauschen des Meeres. 7 Uhr. Mit Elan und voller Tatendrang beginnt der Tag. Sie studieren alle Geschäftsunterlagen und bestellen ihre ersten Produkte. In ihren Gedanken haben sie bereits alle verkauft. Gemeinsam mit ihrem Sponsor erstellen sie ihre Namensliste. Sie erkennen bereits die 5 Sieger, die ihnen Wohlstand und Reichtum bescheren werden. Die von ihnen vertriebenen Artikel finden guten Anklang. Erste Verkäufe werden getätigt und sie haben bereits Geld verdient. Bisher klappt alles wunderbar. Aber in ihrer Begeisterung haben sie auch noch viele neue Ideen, wie ihr Geschäft noch optimaler funktionieren könnte. Sie entwickeln die ersten Verbesserungen, um schneller voranzukommen. Die Firmenunterlagen werden überarbeitet, Visitenkarten und Briefpapier gedruckt, Karteien und Ordner angelegt, ein Fax gekauft und der Anrufbeantworter wird besprochen. Schließlich sollte man ja 24 Stunden erreichbar sein. Alles ist perfekt organisiert. Sie fühlen sich großartig und könnten die Welt aus den Angeln heben. Der Start war glänzend und das erste Etappenziel auf dem Weg zum Gipfel ist erreicht. Plötzlich schieben sich Wolken vor die Sonne und ein kühler Wind kommt auf. Freunde und Bekannte sagen Nein zu ihrem Geschäft. Nein, danke, interessiert mich nicht. Andere versuchen sie an ihrem Erfolg zu hindern. Das schaffst du nie. Hast du überhaupt schon Geld verdient? Zweifel kommen auf. Ernüchterung setzt ein. Sie werden mit Sicherheit diese Erfahrungen machen. Das lässt sich nicht verhindern. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie unbedingt ein erneutes Gespräch mit einer Führungskraft in Ihrer Upline führen. Aus Unerfahrenheit und übertriebenem Eifer kann es sogar sein, dass Sie erste Aktivitäten entwickeln, die Sie in Ihrem Geschäft behindern, die ein schnelles Vorankommen verhindern. Überlegen Sie, ist es wirklich notwendig, die Geschäftsunterlagen neu zu erstellen? Nein, eigentlich nicht. Ihre Firma hat alle Unterlagen professionell ausgearbeitet und viele andere vor Ihnen sind damit erfolgreich geworden, indem Sie diese einfach benutzt haben. Sparen Sie sich Zeit für produktivere Tätigkeiten. Erfinden Sie das Rad nicht neu. Das Team.
Sie haben Beständigkeit und Selbstvertrauen bewiesen. Es ist Ihnen gelungen, mit Ablehnung umzugehen. Und Sie haben gelernt, sich Menschen zuzuwenden, die eine positive Lebenshaltung einnehmen. Gegen negative Einflüsse sind Sie fast immun. Ihr richtiger Aufstieg beginnt, wenn Sie jetzt Teamfähigkeit entwickeln. Sie erinnern sich bestimmt an die eine oder andere Situation in Ihrem Leben. Nach dieser Ausbildung hat man Ihnen genau gesagt, was Ihre Arbeit wert ist. Mit dieser Ausbildung haben Sie aber den Grundstein für Ihr heutiges Einkommen gelegt. Es mag viele Gründe geben, weshalb gerade Sie diese Kassette hören, weshalb gerade Sie sich für eine Geschäftsgelegenheit im Network-Marketing interessieren. In den meisten Fällen ist der Weg in höhere Einkommensstufen versperrt, die Karrierechancen sind frühzeitig ausgereizt. Nicht Sie sind befördert worden, sondern jemand anderes, der es eigentlich gar nicht verdient hat. Oder vielleicht haben Sie es einfach nur satt, für Ihre Leistung stets zu wenig Geld zu erhalten. Für viele Menschen ist oftmals der Monat zu lang für das, was ihnen an Geld zur Verfügung steht. Ein ganz normaler Kreislauf, aus dem es auszubrechen gilt. Die Frage ist nur, wie? Auf Ihrem Weg zum Gipfel des Berges stehen Sie plötzlich in einem Hochtal vor einem reißenden Gebirgsbach. Er ist zu breit, um hinüberzuspringen. Große Steine lassen die Gischt hochspritzen. Strudel bilden sich ständig neu. Ein aufregendes Abenteuer steht bevor. Guter Rat ist teuer. Was kann man jetzt tun, um die andere Seite zu erreichen? Jemand hat eine Idee. Und plötzlich, noch ehe man sich zusammensetzt, um zu beratschlagen, beginnen die Ersten, einen großen Baumstamm heranzuziehen und ihn ins Wasser zu befördern. Ein paar große Steine werden zur Stabilisierung zusätzlich ins Wasser gerollt. Der Baumstamm sitzt fest. Die Alm auf der anderen Seite mit den schattigen Bäumen und den fetten Kühen sieht so friedlich und verlockend aus. Die Leute fassen sich an, bilden eine Kette. Sie binden das Gepäck zusammen und gehen einer nach dem anderen über die gebaute Brücke. Sie feuern sich gegenseitig an, mahnen zur Vorsicht und schieben und ziehen sich gegenseitig auf die andere Seite. Durch den gemeinsamen Willen und die gleiche Zielausrichtung ist eine Eigendynamik, eine Schwungkraft, ja ein Momentum entstanden. Ein Erlebnis, das die Gruppe zusammenschweißt. Vertrauen entsteht, Zweifel lösen sich auf. Gemeinsam wurde das erste Hindernis überwunden. Die Alm ist erreicht. Und Hand in Hand folgen immer mehr Leute. Die Begeisterung reißt viele mit. Glücksgefühle machen sich breit und kein Gipfel dieser Welt erscheint zu hoch. Sie stehen auf der Alm und verschaffen sich erstmal einen Überblick über die Gegend. Sie sehen in einiger Entfernung eine Baumgruppe, die geschlagen werden kann für den Bau der Hütten. Vorräte und Brennmaterial müssen herangeschafft werden. Während Sie voll und ganz damit beschäftigt sind, alles zu organisieren, ist der erste Trupp bereits dabei, die Bäume zu fällen. Ein anderer Trupp macht sich auf den Weg zurück ins Tal, um Wintervorräte heranzuschaffen. Sie kennen mittlerweile den Weg. Eine weitere Gruppe sammelt Brennholz. Abgeschlagene und herumliegende Äste werden zusammengetragen, handlich zurechtgesägt und gestapelt. Emsiges Treiben erfüllt die ganze Alm. Selbst der Hirte ist neugierig geworden, setzt sich zu ihnen und lädt sie ein zum Schluck eines der erquickenden Berggeister aus der Flasche.